Ihnen hier einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre anführenden Worte. Ich darf mich Ihnen auch vorstellen. Mein Name ist Emil Weiser. Ich bin heute das zweite Mal im Ring. Ich kann Ihnen aber zusagen, dass ich nicht groß aufrege. Der schwerverfahrene Bürgermeister dieser Stadt selber. Ich freue mich, dass ich heute hier eingeladen wurde. Da hat der Bürgermeister sehr viel Kraft gehabt, der leider kann nicht vertreten. Für mich ist es heute das zweite Mal, dass ich diesen oder einen in den Ring trete. Muss ich jetzt das Wort nehmen, weil wir gleich auf den Haus ist. Links oder rechts ausgehen? Ja, einmal schön. Ja, die Haltung ist ganz gut. In dem Fall sind Sie rechts aus der Jacke. Schönen Dank. Sie sehen, ich bin ein bisschen zu ertragen. Ich freue mich, dass Sie hier die Stadt selber gefunden haben. Außer ist der Fußballer Rotzburg. Ich glaube, zum vierten Mal. Ich freue mich, dass hier junge Sportler sind. Der Klasse A, der Klasse 17 und 19, 17 bis 19. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Verlauf der Veranstaltung, Ferien, gute Ergebnisse in die Zukunft, alles Gute. Was mir gerade noch einfällt, das ist erwähnenswert. Wir haben immerhin auch gestern aus dem Landesverband Bayern, das ist sehr erfreulich. Nochmal für die Veranstaltung, alles Gute, einen guten und fairen Verlauf, herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Herr Lichtenberg, Herr Lichtenberg, auch an den Herrn Weiser, Herr Lichtenberg, der da ist, hier selber, seine Fertig auch das Ort. Ich darf Sie natürlich sagen, dass wir den Rostdruck hier selber recht herzlich begrüßen. Und der Vorsitzende ist auch irgendwo geschäftlich und von dem, dass das ist das heute auch für mich zu begrüßen. Wir freuen uns, dass Sie wieder hier dafür gefunden haben. Nichtsdestotrotz, ja, nach der Veranstaltung der Zukunft im Bereich der NRW. Gerade hatten wir schon in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft hier im Juni, was natürlich auch hier gut angekommen ist. Und wir werden auch im kommenden Jahr wieder ausrichten, der Berlin-Schwedische Kurs, genauso auch der fünfte NRW-Tag, mit dem Träger auch schon da war, ist schon terminiert. Und somit also bleibt Träger im Gespräch. Wir werden auch für die Zukunft kommen, wenn wir sorgen vielleicht schon mit einer Kampfgemeinschaft in der Oberliga zu starten, aber das ist unser Ziel, das wir einfach angehen wollen, damit wir wieder anknüpfen an die große Zeit in der ersten großen Bundesliga. Mir möchte ich gar nichts dazu sagen, aber herzlich willkommen an alle Kämpfer, Trainer, Betreuer, Führungsmodelfelder. Denn wir sind eine gute Stadt und auch Rechte im Sport überall. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang direkt begrüßen, Herrn Gerber Böhm, unsere Beigeordneten vom Stadtverband hier, den Linien Kerstin Fischer, andere von der Sportverwaltung und Renate Kuhlstadt, stellvertretend für die Stadt Sport und Felder. Ein herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder, wenn einige Gäste hier zu uns kommen. So, wir wünschen uns also zwei gute sportliche Tage und viele gute Kämpfe, die wir hier haben. Danke.